Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Stellwerksim. Heute schauen wir uns mal ein neues Stellwerk an, das es seit kurzem gibt. Und zwar ist es London Paddington, quasi der Kopfbahnhof der Great Western Mainline. Ja, im Forum ein bisschen rumgeguckt, was so Neues gibt. Da habe ich eben gesehen, hier gibt es die London Paddington und auch die Acton Mainline. Das ist gerade das Nachbarstellwerk. Von der Schwierigkeit her und vom Fun-Faktor im Durchschnitt mit 3 bewertet. Die Acton Mainline da auf der linken Seite ist durchaus mit schwer bewertet. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Geht schon ein bisschen was ab da links von uns. Aber heute konzentrieren wir uns auf den Hauptbahnhof. Es ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert aufgebaut. Wir haben hier Acton Mainline Slow und Fast, die da reinkommen. Wir haben da oben noch Greenford, wo ab und zu mal was reinkommt. Und diverse Depots, wo hier die ganzen Triebwagen dann rumstehen, bis sie wieder rauskommen. Besonderheit hier, eben wir kommen hier viergleisig in den Bahnhof rein. Wir haben aber dann noch die Zusatzgleise. Und hier unten haben wir noch das North Pole Depot. Und oben die Old Oak Common Depot, Crossrail Depot, Heathrow Express Depot. Und eine Schleife von da oben nach da unten. Die wird im Regelbetrieb gerade primär nur für so Shunting Moves genutzt. Kann man natürlich auch anderweitig nutzen, wenn man es gerade irgendwie braucht. Wir sind momentan auf Instanz 2. Wir haben 16.40 Uhr aktuell von den Zeiten her. Ja, ist ziemlich sauber aus. Wollen wir mal hoffen, dass es auch so bleibt. Und bei den Einfahrten der Züge steht eigentlich auch ganz gut da, auf welcher Line die da eigentlich fahren sollen. Aber ist dann jedem selber überlassen bei Verspätungen, wie ihr die Züge da rein und raus schickt. Ich würde euch nur empfehlen, schaut immer, dass ihr da mindestens 2 Gleise frei habt. Für ihr jeweils eins für Slow und einmal für Fast, wo die Züge dann rausdonnern können. Ja, da haben wir jetzt auch schon die erste Ausfahrt. Gleis 12 nach Slow. Das ist kein Problem. Bei der Ausfahrt steht es dann nicht, wie ihr den schicken sollt. Aber das Daumen in der Regel. Weiß ist hier Slow und das Blau geht dann nach Richtung Fast. Okay, 12 Fast. Kannst du da überhaupt runter? Ne, den muss ich jetzt eh so schicken. Ja, den schicke ich quasi da aufs Gegengleis. Jetzt machen wir einmal so und fährst dann hier auf die 3 runter. Moment. Nee, jetzt mache ich gerade einen Blödsinn. Der fährt ja noch slow. Ja, das passt. Dann fährst du hier auf die 4 raus. Naja, wobei die 5 da irgendwie geiler gewesen wäre. Aber das passt schon. Gut, dann haben wir hier noch 12467 von Fast. Über 3 noch 7. Das wäre 3. Und 7 ist frei. Die nächste Auswahl ist von 3. Dann kommt 11. Ja, ich glaube, ich kann dich schon mal da reinschicken. Läuft. Also ich für mich war für eine Stunde jetzt hier schon mal drin. Es läuft eigentlich ganz gut. Spannend wird es dann eben mit Verspätungen. Und vor allem, wenn ich dann die Acton Mainline wirklich zuballert mit Zügen. Dass du dann hier mit den Gleisen entsprechend gut jonglierst, dass die da schnell hier reinkommen. Das ist so eine Challenge hier. Und es gibt dann auch hier diverseste Manöver, aber davon hatte ich jetzt noch nicht so viele. Soll aber noch kommen. So, Gleis 3. Nach Fast. Das gebe ich dir jetzt auch schon mal. So, dann machen wir hier so raus. Und da glaube ich, warte mal. Mal kurz den hier. Das könnte sich vielleicht später rechnen, muss ich aufpassen.
Aber bis jetzt sind die Züge von da immer da weitergefahren und nicht da unten rein. Muss ich nur ein Auge drauf haben, aber das passt für mich erstmal. Dann wäre 3 fürs Erste erledigt. Der ist am Ausfahren und hat seinen Spaß. Und die 11 für Slow. Ich kann mal über die 5 schicken. Dann ist es hier parallel. 5 fährt dann hier rein und dann einmal so weiter. Gut, wir sind erst arbeitslos. Und im Post-Edit schaue ich mal, dass ich dann irgendwie hier unten. Meine Maus, ja, man sieht die Maus. Hier unten dann mal eine Einfahrtsvideo mache, ungefähr von da, wo hier das anfängt, bis hier nach Paddington Station. Und wenn ich so gut war, dann seht ihr das Video jetzt. So, der müsste jetzt auch gleich mal da sein. Und ich würde sagen, als nächstes Stellwerk im Video mache ich dann gerade Acton Mainline. Das passt dann so thematisch zu der Paddington Station. Da sieht man gerade die zwei Nachbarn. Aber gemäß Stellwerk im Forum ist dann damit die Great Western Mainline komplett. Meinte ich, dass ich das so gelesen habe. Ah, was steht in so einer Beschreibung drin? Diese Stellwerk steuert den Kopfbahnhof der Great Western Main Line. In Betrieb ist der Bahnhof seit 1838. Das Gebäude wurde von Isambard Kingdom Brunel gestaltet. Der Bahnhof hat 13 Gleise, Gleis 1 bis 12 und 14. Der Gleisteil X befindet sich am Anfang der Bahnsteige neben dem Abfahrtssignal. Zwei Strecken kommen von Stellwerk Acton Main Line, die Fast und die Relief Slow Line. Ab Ledbrook Grove verzweigen sie sich in 6 einzelne Gleise, die alle bis Paddington führen und beide Richtungen befahrbar sind. Die Züge in Richtung Paddington haben einen Hinweis, welches Streckengleis geplant ist. Allerdings kann jedes beliebige Gleis benutzt werden. Züge aus Paddington haben keinen Hinweis. Beachtet hier nur die richtige Ausfahrt nach Acton Main Line, Fast and Slow. So, hier die Übersicht der Streckengleise von Ledbrook Grove. 6 Relief Line nach Paddington, 5 kaum benutzt, nur in Ausnahmefällen oder bei Störungen. Wo ist 5? Ah, 5 ist da oben. Das habe ich jetzt gerade genutzt. 4 Relief Line von Paddington, 3 Mainline nach Paddington, 2 Mainline von Paddington und 1 von und zu den Depots. Das ist das unterste. Schauen wir mal, verkehrstechnisch. Nächstes am Ausfahren. Wieso 5 in Ausnahmefällen? Ich meine, passt so eigentlich ganz gut. Nächsten Ausfahrten 9 nach Fast. Das wäre hier. Oh, Moment mal. Der kommt da gar nicht runter. Das ist kein Problem. Schick dich so. Mach jetzt genau das, was ich vorher machen wollte. Erst hier runter auf die 3 und die 3 fährt nach da. Damit wir hier auch keine Verspätung haben. So, was haben wir denn noch? Paddington New Yard enthält ein Zementwerk, das von nur einem Zug am Tag bedient wird. Der Abzweig und die Ausfahrt CRL sind für den noch im Bau befindlichen Crossrail Elizabeth Line. CRL. Das müsste dann das da oben sein, oder? Crossrail Depot. Oh, da kommt einer von Acton Main Line Fast. Der möchte über 3 nach 3. 3 ist frei. Kriegen wir hin.
Nur, dass wir jetzt hier eine Ausfahrt haben. Geht sich das aus? Oder tue ich dich einfach anders gleich schicken? Ah, ist jetzt wie eingesperrt. Von 503. Ich glaube, wir warten. Dann von der 3 hier rein. Bis hierhin erstmal. Okay. Marschalter beschrieben noch. Kurz vor Paddington sind einige Depots zu finden. Hex Depot, das Heathrow Express, Züge von nach Heathrow Airport, Old Oak Common, das älteste Depot um Paddington, CRL Depot, Crossrail, wofür ein Teil des Old Oak Common Depots und North Pole Depot, HSDs und IET Depot für Fernzüge. Wo ist North Pole? Wo ist das? Ach, das ist da unten. Okay. Da kommen also meine Lieblingszüge her. Wobei HSTs, also die klassischen HSTs, sind ja leider am Aussterben. So, die zwei werden sich jetzt gleich angucken. Paddington 8 nach Fast. In der Minute. Ich glaube, das passt. Oder mal 8. Den kann ich ja auch nicht so schicken. Den schicke ich jetzt auch mal nach oben. Du machst das gleiche über die 3. Und einmal von Slow nach 11. Okay. Ist frei. Post. Schickt mal so. Wir machen hier mal einen Zweig nach oben. Und rein in die 11. Oh, neuer Cheatcode. Gott, bin jetzt eh, glaube ich, nicht sehr viel, wenn ich den reinpost hier im Video. Es ist gut ausgegangen mit 1,25. Ganz leichte Verspätung auf die 3. Okay, was haben wir noch? Also wir sind noch bei den ganzen Depots. Hier existiert reiner Personenverkehr inklusive der Leerfahrten ECS und Vorbereitung die Züge von nach den Depots. Die Heathrow Expresszüge verkehren zwischen Heathrow Airport London und Paddington und nutzen in der Regel die Gleise 6 und 7. Fernzüge nutzen die Gleise 1 bis 9, Originalzüge 9 bis 14. In Richtung Acton Mainline ist der Wechsel zwischen Slow und Fast möglich. Haltet aber Absprache mit den Nachbarn in Acton Mainline, weil nicht alle Stationen auf der Fastline einen Bahnsteig haben. Hier sind einige Einfahrten mit Haltepunkten ausgestattet. Diese simulieren, dass die Züge kurz warten müssen, bevor sie auf den Hauptgleis fahren dürfen. Es ist nicht markiert, befinden sich aber am ersten Signal. Ah. Okay. Ja, kurz aufpassen. Also mal rausrauschen. Gut. 6 möchte dann auch noch Fast. Ich kann euch aber dann regulär schicken. Abfahrt in einer Minute. Dann werde ich den aber zuerst einfahren lassen. Und dann kannst du hier auf Fast düsen.
auf die 2. Ja, die kreuzen sich jetzt da. So schnell kann man die Verspätungen hier generieren. Gut, einmal hier. Moment. Einmal hier auf die Fast und dann von da unten bitte auf die Fast. Damit es schon mal eingestellt ist. Yeah, gleich von zwei Seiten. Das Slow möchte noch 12. Wer kommst du? Über die 6. Okay, ich glaube, schicke ich mir genau gleich wie den. Ja, ich mache genau gleich. Perdecken 6 Verspätung, der Fast möchte noch 3. Ist aber schlecht. 3 fährt gerade ein anderer Zug ein. Warte mal, 1, 2, 5, ja, auch 3. Oh, der fährt dann ins Depot. Der wird doch garantiert nicht so schnell sein, dann werde ich den anderen umleiten. Gleis 14, slow. Ah, shit, der ist schon da. Da warte ich noch 14 auf slow. Einmal eins runter. Auf die 4. Hier noch slow und tschüss. So, Pelican 6, Ausfahrt. Einmal komplett raus. Gefällt mir. Fehlt nur noch 14. Der andere Dude da. Welcher war das? War das jetzt? Ich glaube, Pelican 3 war das, ne? Ah, ich warte mal, bis was Neues kommt. Und dann haben wir hier unsere erste Depot-Wort. Was hätte da eigentlich mehr Prio? Die Ausfahrt von einem Zug oder die Einfahrt vom Zug? Ich hätte ja gesagt, die Ausfahrt von dem Zug. Was eigentlich grundsätzlich auch mehr Sinn macht. Die spätere Strecke. So, 634. Du bist auf die. Ich muss dich weiter schicken. Ich glaube, ich werde dich auf die 8 schicken. Da sind 3 Züge in der Einfahrt. Ist ja geil. So, 14. Mach deine Fahrstraße. Leute, es wird voll. Hm.
Das Gemeine ist die Depotfahrt. Die muss ich jetzt schnell loswerden. Ich brauche die Bahnhofsgleise hier. Also, 634. Du fährst auf die 8. Linken 8. Geht leider gerade nicht anders. So, 268. Der möchte auf die 9. Ja, wir fahren jetzt nochmal exakt gleich. Und der nächste von da hinten. Oh, Leute, sollen es. 1 auf Fast. Ja, komm. Zisch ab. So, von der 2 nach da. Liebe Ecken Mainline, mein Bahnhof wird voll. Kommt doch immer später wieder vorbei. Was ist mit der Depotfahrt hier? Ach, da ist der. Auf der 3. Ja, genau. Rail Oak CLA. Let's book proof to EC line. OOC Depot. Da oben. Ah, ich habe schon so eine Idee, wie ich den schick. Wobei, der wird da unten fahren. Ah, da will über Gleis 1. Da aber diese Unter- oder Oberführung, bin mir gerade nicht sicher, fahren. Und dann da rein. Ja, wir müssen auf die 3 halt noch warten. Oh, scheiße, 660. Da wollte auf die 12. Sorry, das habe ich vergessen. 468, da wird auf Gleis 6, ist frei. Ja, 468, du fährst mal da mal eins weiter. Abel, bin jetzt was? NP46. Was bist jetzt du für einer? Paddington 1. Es ist gerade ein bisschen ungünstig, aber ja, gut. Ach, jetzt ist der Dreier fertig. Okay. Die 3 ist auf die 1. Ja, wir machen den zuerst. So, da von der 1 fährst du noch. Jetzt beißt sich das mit dem Autosignal hier. Zwei will auf Fast. Ja, jetzt ist da erstmal 3 hier dran. Na Leute, jetzt kommt schon wieder der Chaos hier rein. Du als nächstes bitte da unten reingehen. Nimmt er das? So, du Kollege, du musst auch noch eins weiterfahren. 268. Auf 9. Auf die 14. Wisst ihr was? Ist die 5 frei?
5 ist frei. So, dann fährst du mal so nach oben. Okay, er hat es unten so reingemacht. Das heißt, wir fahren dann so. Du fährst rein ins Depot. Verdeckten 11 noch slow. So, da stellt sich ja I ein. Da noch slow auf die 4. Hier fährt dann weiter nach da. Okay, erledigt. Verdeckten 2 fast. Fährt so die 2 nach dahin. Erledigt. 4, 6, 8, will nach 6. Dich habe ich dich hinten stehen lassen. Ja, so viel zu den guten Zeiten hier. Und der nächste kommt angeschissen. 123. Gleis 5, aber 5 ist belegt. Aber der fährt gleich. Oh, du fährst dann auch hier einmal eins weiter. Dankeschön. So, und du, Kollege, fährst dann noch da. Noch da. Wobei, der muss auf die 1. Muss eigentlich noch da unten fahren. Was, echt jetzt? Gut, dann machen wir das nicht. Like wieso kann er von da nicht da unten? Ja, gut, was soll's. So, wir haben wir hier 91544. Ich glaube, ich habe ja gerade weg. S182. Ah, oh, der steht da. Ja, Entschuldigung, ich hab dich vergessen. Gleis 11. Über 6. Elf ist sogar frei. Ich glaube, auch den schicke ich mir da oben drüber wieder. Können wir schon mal voreinstellen. 5 noch fast. Ja, man hat hier ein bisschen was zu tun. Okay, und von da nach da weiter. Arbeit erledigt fürs Erste. Also den ganzen Rush hier arbeiten. So, da bin ich wieder. Das Spiel kann man ja schlecht anhalten, wenn man mal schnell was zum Trinken holen geht. So, 123. Du fährst mir eins weiter. Für die 5. Einmal da.
Immer klingelt jetzt schon wieder. NP12. Was willst du? Gleis 8. Gleis 8 ist belegt. 17, 18 Abfahrt. Ich glaube, du wartest da einfach noch mal ein kleines Stückchen. Eckenmänner in Fast. Schon wieder der nächste. Für die 2. Warte ich da. Nach. Um 17:33 fährt der erste ab. Ja, nee. Da warten wir gleich 7 für Fast. Wir warten hier. Wir schicken dich dann so wieder. Und da die Wiederholung, du fährst hier rein. Falls ihr den Saugroboter in der Hintergrund hört, dann tut's mir leid. Ja, für Gleis 8, wo muss denn der mindestens hin von der Höhe? Könnte auch gleich 2 nutzen, aber gleich 2 ist dumm, weil wir die ganzen Ausfahrten da haben. So, und dann kommt noch die 12 für Slow. Dann kommt aber der jetzt gerade hier rein. Ja, wobei... 12 für Slow. Das ist auch falsch. Mal mit auflösen, wo du das machst. Nein. Oh. 12 bitte einmal so. Und einmal raus. Das war das. 91544. Auf die 11. Dann war das auf Ausfahrt. Ja, also. Einschlafen auf dem Stellwerk ist nicht. Was ist, wenn ich dich einfach ganz woanders hinschicke? Wo fährst du weiter hin? Du fährst doch fast. Ich könnte dich auch mal auf die 2 schicken. Oder die 7. Warte mal, bis hier frei wird. Und eventuell nach dem 469 schickt man den dann los. Da kannst du dann schon mal eins weiterfahren. Da kommt einer von Slow. Ja, diesmal vergesse ich dich nicht. Auch wieder über die 6. Oh, 188. Bist du? 2. Die 10 will auch noch fast. Okay. Bist du da runter, wo ich dich haben will?
Nee. Musste ich auf der 3 irgendwie schicken. Beziehungsweise du kannst hier mal auf die 4 fahren. Von der 4 geht es dann weiter, von da. Ach, da und da dann da runter. 4, 6, 9. Auf die 7. Können wir schon mal einstellen hier. So, und das ist jetzt der Moment, wo der dann... Ja, wobei, nee. Durch den durchquetschen. Nee, er fährt aus. Dann müssen wir auf den auch noch abwarten. Bei 102 komme ich von der 2 nur irgendwie hoch. Das bringt ja auch nichts. Ja, ich glaube, ich schicke doch auf die 3. Schick dich woanders hin, mein Kollege. Wir machen einen Ausflug auf die 3. Wir fahren über 1. Drei. Und der nächste von Slow für die 11. Passt, kannst hier mal weiterfahren. Dankeschön. So, von der 3 einmal nach da unten. Dann wäre der dann erledigt, der Ausfahrende. Chaos in London, Paddington durch Bravura. Naja, Zeiten könnten schlimmer sein. Wenn ich da an den Einzug in Basel denke, den ich da mal aus Versehen ins Kopfgleis reingeschickt habe. Hey, ja. Das waren Zeiten. ...391, du fährst jetzt gerade auf die 3. ...469er, glaube ich, stimmt's noch? 7? Ja. ...445, wo bist denn du hin? Auf die 11. 11 ist busy. Sollen wir jetzt dann auch schon wieder abfahren? Wo steht der was weiter? Auf die 12. Du fährst so. Ach da. Acht, vier fast. Bekommst du? Moment. Er kann so gar nicht fahren. Fahren wir bitte 3. Ja. Na, 3 nach da runter. Fast erledigt. Das war das falsche Gleis. Gleis 8. Gut, keine Einfahrten erstmal.
von ganz links. Kann ich mal kurz durchatmen. Next Moves. 11.72 werden sich melden. Das nächste um 22 Gleis 4 nach Fast. Dann sollte nichts im Weg stehen. Und 6 ebenfalls nach Fast. Ah, du bist für die 6. Na, 11, Entschuldigung. Elf ist busy. Ja, schicke ich glaube ich aber trotzdem noch da oben. Oh, auf hier Ausfahrt kommt. Noch fast. Und alles eingestellt. 4 ist erledigt. Oh, oh nein. Bitte sag mir, dass der Zug nicht zu lang ist. Der auf der 3. Oh, das wäre es jetzt noch gewesen. Der nächste von Fast auf 4. Gut, 4 fährt aus, das passt. So, Kollege. 11.372 Updates bitte. Wir haben dann literally nur zwei Gleise frei, beziehungsweise wenn ich den einen abziehe, nur noch ein Gleis. Bahnhof ist dicht. Yay, die 11 will noch slow mal fahren. Ah, machen wir die 4 oder die 5? Machen wir die 5. 5 schlau, einigermaßen. Und wir fahren dann so einmal über die 5 raus. Slow. Und jetzt ist mal mein Problem. Gut, technisch gesehen schon, aber er hat freie Fahrt zum Nachbar. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen froh, dass wir nicht allzu viele Depotfahrten haben. Wenn die jetzt dann auch noch mit dazu kommen, dann wäre es ein bisschen stressig. Die 6 nach Fast. 25, 2 Minuten. Wo sie im 1, du wolltest auch auf die 4. Ich glaube, da werden wir zuerst die Ausfahrt von Gleis 6 machen. Oh, ebenfalls darüber. Und einmal nach da. Was ich glaube, ich mache hier auch mal so ein Automatik rein hier und hoffe, dass das passt.
dass ich da nur noch die 2 anklicken muss hier unten. Bei 3 macht es irgendwie nicht so viel Sinn, weil ihr könnt noch auf Slow hochfahren. Je nachdem, wie ich sie schicke. Oh, shit. Hab ich vergessen. Erst auf die 11. Sorry. Zwei ziehen wir auf die 4. Können wir schon mal voreinstellen. Dass die Fahrstraße kommt, so wie frei wird. So, 14 auf Slow. Kommen wir da wieder bei der 5? Ich glaube ja. Gut, eingestellt. Ich habe jetzt gesagt, vorprogrammiert. Endlich mal dann 30, 40, 42. Was habe ich mit 3? Ich will dann am 33 abfahren und da kommt die Zeit 12. Dann meldet sich 14 mit der Ausfahrt. Kommt auch gleich. So, Ausfall für 14. Bin mir gar nicht sicher, hat eigentlich England Taktfahrplan? Ich glaube nicht, ne? Ach ja, ich bin ja mit dem Text ja noch gar nicht fertig. Ankunft des Night Reaver Nachtzug aus Penzance ist zur frühen Stunde mit der Zugnummer 1A40. Der Zug kommt kurz nach 5 Uhr an und die Passagiere können bis 6:45 Uhr am Boot bleiben. Dann ist der Zug bereit für die Leerfahrt nach Reading mit der Zugnummer 5A40, geplant um 7:15 Uhr. Der Nachtzug aus Penzance hat eine Lok vorne und eine hinten. Die hintere wird in Reading abgekoppelt, um einen Lokomlauf in Paddington zu vermeiden. Der Abendzug 1:10:99 nach Penzance kommt in Paddington kurz nach 21 Uhr an, als Leerfahrt 15:99 aus Richtung Reading. Dieser Zug hat auch je eine Lok vorne und hinten. Auf dem Weg nach Penzance wird die hintere Lok in Reading abgekoppelt. Da kommt einer von Fast für die 6. Kommst du mehr auf die 3? Von der 3 geht es erstmal hier wieder weiter. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Der Action Northold Line mit anschließendem Park Royal Signings ist auch zu steuern. Es fährt nur ein Güterzug pro Tag raus. Der ankommende Zug ist außerhalb der Spielzeit. Die Strecke war bis Dezember 2018 vom Abfallgüterzügen und den Parliamentary Train von South Ruislip nach Paddington bzw. Paddington nach Wycombe befahren worden. Und letzterer verkehrt nun nach West Ealing statt Paddington See, Nachbarstellwerk Acton Mainline. Sie wurde auch als Umleitungsstrecke benutzt und für Drehfahrten. Anfang 2019 wurden 0,375 Meilen, 30 Chains, 600 Meter Gleis bei Old Oak Common für den kommenden HS2-Umbau zurückgebaut. Haben wir wieder was gelernt. Wie gewöhnlich in Großbritannien haben die Züge meistens Fahrplanreserven. Leerzüge haben bis zu 3 Minuten Reserve in Richtung Paddington. Viele andere Züge haben Fahrzeugreserven rund um Ladbroke Grove. Diese sind aber nicht im Fahrplan angeführt. Abfahrende Züge haben immer Vorrang. Okay, dabei ist die Frage auch geklärt. Prio für die Ausfahrten. 9 auf die Fast, sehe ich gerade. Um 30. Okay.
9. Komm da nicht runter. Dann schicke ich dich da oben hin. Und von da auf die 3. Was jetzt ein bisschen uncool ist, weil nämlich von Fastgrot der nächste kommt. Dann kann ich theoretisch über die 2 schicken. Okay. Ja, geht eh nicht anders. Und dann schicke ich den 636. Wo bist denn du hin? Wo bist denn du? Auf die 10. Ja, schicke ich dich oben drüber. Den muss ich fast oben drüber schicken. So, wo bist denn du hin? Gleis 14. Okay, wir fahren mal so. Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen jonglieren. 12 auf die Slow. So schicken. Aber der hat Reserve. Den schicken wir jetzt unten drüber. Wieder eins nach oben. Ist ein bisschen unglücklich. So, und die 3. Wird dann noch da. Das ist wie so ein kleines Puzzlespiel hier. Wie schickt man die am besten aneinander vorbei? Und wäre ich jetzt richtig schnau gewesen? Ja, wobei... Na, ich glaube, das geht sich schon aus mit der Kreuzung von dem 636er und dem anderen hier, den 324. Die genau da treffen. So, 470 auf Gleis 6. Einfach kommst du und dann haben wir 11 für Slow. Und 3 für Forst. Spossig. Ich glaube 3 für Fast. Schicke ich mal ausnahmsweise so. Und dann kann er da oben auf die 2 hoch. Ja, wobei, da kann auch mit der 1 weiterfahren. Okay, das wäre dann auch schon jongliert. Und der nächste von der Fast, geil. 636, wo bist du? Da, du bist auf die 10. Dann fährst du da einmal so hoch und dann oben auf die 10 so rein. 11 auf die Slow. Müssen wir da so machen. 8, 5, 8. Okay, ist am Ausdüsen. Die schicke ich dann aber runter auf die 4.
Und von der 4 fährst du dann weiter nach Slow. Mann. Scheiß, bin ich noch wieder zu mit Zügen hier. Wo bist du von der Schnaufpause? ...662, das ist der da oben. Du kannst mal auf Gleis 6 weiterfahren. Auf die 14. Das ist jetzt ein bisschen meh, dass ich dir da über 5 schicke, weil ich brauche 5 für den einfahrenden Zug da. Eigentlich. Und der nächste von Slow. Ja, genau. Kommt alle rein. Macht's den Bahnhof wieder dicht. Dann sind die unten hier zumindest wieder frei. ...806. Du bist... Wo bist du? Gleis 3. So, bitteschön. Gleis 3. Ja, also ich muss sagen, Station macht Spaß, hat Chaospotenzial. Man muss echt aufpassen, wenn man hier die Züge schickt. Und ja, nimmt es mich da nicht als Idealbeispiel. Da hätte ich vielleicht mal den einen oder anderen Zug vielleicht mal eher stehen lassen sollen. Aber es geht soweit durch. Ich meine, Verspätungen sind jetzt im Rahmen, aber geht besser. Aber hey, das ist jetzt erst meine zweite Session. Davor habe ich einfach nur eine Stunde ein bisschen rumgeübt. Hat schon was. Aber als nächstes schauen wir uns mal die echten Mainline an. Wenn euch das soweit gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich erstmal gute Fahrt mit wenig Verspätung. Das war Paddington in Stellwerkse. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.